Ihr kennt sicher alle das Problem von Notenbüchern. Oftmals sind diese selbst gedruckt, einzelne Blätter einlaminiert, dann werden sie gelocht, vielleicht mit einem Schlüsselring zusammengebunden. Und dann habt ihr noch das Problem bei diesen ganzen vielen Blättern, die da zusammenkommen, dass ihr unter Umständen nicht genug Licht habt. Da gibt es ja dann Möglichkeiten, so Buchleuchten. Oftmals mit einem Halter, der nicht für Instrumente geeignet ist. Oder hier eine Stirnbandleuchte. Oder auch noch eine Notenpultleuchte. Alles irgendwie suboptimal. Aber es gibt eine Lösung. Ich habe mir einfach mal mein Kindle angeguckt und versucht, da Noten drauf zu bekommen. Es ist nicht ganz so einfach, aber es funktioniert. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr euren Kindle habt, habt ihr oben rechts diese drei Punkte. Dort könnt ihr über den Menüpunkt Einstellungen, mein Konto, unten eine E-Mail-Adresse sehen, die speziell eurem Kindle-Konto zugeordnet ist. Damit ihr dort was hinschicken könnt, nehmt ihr einfach ein PDF. Sollte es sehr groß sein, so wie hier, dann kann man einfach das beschneiden, sucht den Teil mit den Noten raus und entfernt dann sämtliche Ränder. Hier habe ich das mit dem Adobe Acrobat gemacht und schon ist das Ganze groß. Diese Datei speichert ihr dann. Dann geht ihr in euer E-Mail-Programm und jetzt nehmt ihr die Datei, die ihr eben hattet und sendet die mit einer E-Mail an die E-Mail-Adresse, die euch in dem Kindle angezeigt wurde. Wichtig ist dabei, ihr müsst die von der Adresse aus senden, wo ihr auch euer Amazon-Konto hinterlegt habt. Dann sollte ihr aus der E-Mail noch irgendwelche Impressum-Einstellungen oder ähnliches entfernen und hängt jetzt die eben erzeugte PDF-Datei da einfach an. Das Ganze soll er nicht als Link machen, sondern wirklich die Datei senden. Und im Betreff gebt ihr nichts ein. Da kommt jetzt eine Fehlermeldung, aber ihr sagt einfach trotzdem senden. Es dauert dann einen Moment und dann könnt ihr irgendwann das neue Buch in eurer Bibliothek sehen. Das passiert, sobald euer Kindle mit dem heimischen WLAN verbunden ist.